Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute haben wir ein SBC-Pack-Experiment am Start. Das heißt, wir werden heute testen, ob sich eine gewisse SBC lohnt oder eben nicht. Und heute schauen wir uns eben genau die 81 Plus Sets an. Hierbei bekommt man zwei seltene Spieler, die beide über 81 gerated sind. Das heißt, die Leinwandwahrscheinlichkeit ist da natürlich sehr, sehr hoch. Für diese SBC muss man 11 seltene Spieler abgeben, 11 seltene Goldspieler. Das heißt, die SBC kostet 8.000 bis 10.000 Münzen. Ich habe 10 Stück davon gemacht. Das heißt, wir rechnen mit ca. 100.000 Münzen Ausgaben für diese 10 Packs. Und wir wollen jetzt eben testen, ob sich das Ganze gelohnt hat oder nicht. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Also ich habe das Ganze schon vorhin mal live aufgenommen. Allerdings hat mein Mikro nicht aufgenommen und die Audioqualität wollte ich euch nicht zeigen. Die ist absolut grottig gewesen. Und das ist jetzt tatsächlich auch nicht von der Elgato aufgenommen, sondern direkt von der PS4. Ja Leute, vorhin bei der Aufnahme ist alles schief gelaufen, was schief laufen kann. Außer die Packs. Die Packs waren verdammt gut. Ihr seht es, wir haben einfach mal Nainggolan im allerersten Pack gezogen. Das ist verdammt krass und das ist auf jeden Fall ein unfassbar starkes erstes Pack gewesen. Und ihr seht hier, da klatscht der gute Mann. Da klatscht der gute Mann. Wir werden dann natürlich auch nachschauen, was er eben wert ist. Und ja Leute, mir persönlich machen solche Pack-Experimente unfassbar viel Spaß, denn es ist einfach verdammt interessant rauszufinden, ob sich sowas lohnt oder ob es sich nicht lohnt. Ja? Und falls ihr das eben öfter sehen wollt, dann schreibt mir das auch in die Kommentare. Vielleicht könnte ich auch mal so ein Video machen zu den TDW-Sets. Ja, da gibt es natürlich dann auch einige Optionen, wie man da noch ein bisschen was variieren kann. Und ja, dann seht ihr hier Nainggolan und Mignolet in dem Pack, also ein kleines Belgien-Pack. Und wir schauen dann natürlich jetzt nach, was der gute Mann wert ist. Und er ist so circa 140.000 Münzen wert. Das heißt, wir stehen nach dem ersten Pack schon mal mit 40.000 Münzen plus da, wenn man die Karten verkaufen könnte. Zweites Pack, erneut ein Leinwandspieler. Also bis jetzt 100% Leinwandquote. Und in dem Pack ziehen wir Khedira. Ist ein 84er, kann man easy mitnehmen, kann man gut für SBCs anwenden. Also diese Packs sind an sich schon ziemlich cool, denn auch so ein 84er Khedira und dann eben auch ein 83er Firmino kann man sehr, sehr gut für SBCs anwenden. Natürlich, ich habe 10.000 Münzen für jedes Pack bezahlt. Das ist nicht gerade wenig, aber immerhin hat man die Spieler dann und kann sie halt verwenden. Und wir ziehen schon wieder einen Leinwandspieler und zwar Toprak. Also wieder ein 83er, wieder ein Spieler, den wir für SBCs anwenden können. Das heißt, du kriegst immer so ein bisschen was raus aus den Packs im Normalfall. Wenn du einen Leinwandspieler hast, dann hast du schon zumindest irgendwie ein bisschen was zurückbekommen. Auch wenn es sich vielleicht nicht ganz lohnt, so ein Khedira zum Beispiel kostet 5.000 Münzen oder so im Moment. Das heißt, eigentlich hat es sich nicht gelohnt, aber es ist nicht so schlimm. Und ja, dann haben wir hier Patricio im nächsten Pack. Also immerhin 4 Leinwandspieler aus 4 Packs. Das ist verdammt krass, finde ich. Und da kommt jetzt dann auch direkt das 5. Pack. In dem Pack hatten wir auch noch Süle dabei. Das ist auch wieder einfach 2 83er. Das ist stark. Und ja, dann gehen wir jetzt rein ins 5. Und da ist zum ersten Mal kein Leinwandspieler drinnen. Das war in diesem Fall jetzt ein Engländer, ein Linksverteidiger, genau, Rose. Und den kann man aber auch gut verwenden für Teams und so. Also ich persönlich bin überzeugt von den Packs. Mir haben sie gefallen, denn wir haben schon mal Gewinn gemacht. Ja, wir haben Nainggolan gehabt, der 140.000 wert war. Und wir haben ganz am Ende noch was Krasses. Wir haben ganz am Ende noch was richtig, richtig, richtig Krasses, kann ich euch jetzt schon mal vorwegnehmen. Oder was heißt richtig, richtig, richtig? Ja, es ist auch nicht schlecht, sagen wir es mal so. Das war jetzt ein bisschen übertrieben, glaube ich. Ja, dann haben wir jetzt hier keinen Leinwandspieler. Das heißt, aus 6 Packs insgesamt, aus 7 Packs, 4 Leinwandspieler. Ich glaube, ich habe irgendwie ein Pack vergessen gerade. Ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall nächster Leinwandspieler jetzt in diesem Pack. Und das ist ein ganz solider Leinwandspieler und zwar ist es Falcao, der Kolumbianer. Ich habe zuerst gedacht, das ist vielleicht James Rodriguez, das wäre absolut genial gewesen, aber mit Falcao kann man, denke ich, auch ganz gut leben. Und ja, dann gehen wir jetzt auch schon rein ins allerletzte Pack und das ist nochmal, dann ist es nochmal was Gutes, das kann man schon so sagen. Und ihr seht es auch schon, es ist ein Leinwandspieler und da kommt das Board und es ist wieder Belgien, es ist Mittelstürmer. Und es ist ein Walkout. Es ist einfach mal Dries Mertens. Das ist sehr, sehr solide. Der ist 35.000 Münzen circa wert gewesen. Das heißt, wir haben aus diesem Pack-Experiment mit diesen ganzen 83ern und 84ern und eben dem Nainggolan am Anfang plus eben dem Mertens jetzt circa 200.000 Münzen rausbekommen. Bezahlt habe ich für diese 10 Packs 100.000 Münzen. Also ihr merkt schon, wir haben eigentlich unsere Coins verdoppelt, wenn man die Spieler verkaufen könnte. Kann man natürlich nicht, aber
Wir haben Spieler im Wert von 200.000 Münzen gezogen und das ist natürlich alles andere als schlecht. Und in dem Pack haben wir dann auch noch Bravo drinnen gehabt und dann schauen wir eben noch nach. Mertens, wie gesagt, nur circa 35.000 Münzen. Da bin ich, um ehrlich zu sein, auch von ein bisschen mehr ausgegangen. Aber das kann man so natürlich auch ganz gut mitnehmen. Und ja, Freunde, das ist an sich jetzt auch das Pack-Experiment gewesen. Also, ein kurzes Fazit noch. Wir haben 200.000 Münzen rausbekommen, haben aber nur 100.000 Münzen ausgegeben. Das heißt, es wäre ein Gewinn von 100.000 Münzen gewesen. Und falls ihr sowieso gerne Packs öffnet und so, dann würde ich euch auf jeden Fall raten, diese SBC einfach mal auszuprobieren. Nehmt da einfach die seltenen Spieler, die ihr im Verein drinnen habt, denn dann spart ihr euch auch noch Zeit. Ihr müsst nicht auf den Transfermarkt gehen und die Spieler holen, sondern nehmt da einfach jetzt mal irgendwelche random 11 Spieler. Schaut vielleicht vorher kurz nach, ob die was wert sind. Nicht, dass die gerade wegen irgendeiner SBC 7.000, 8.000 Münzen wert sind. Das wäre natürlich blöd. Aber an sich kann man die SBC einfach mal machen. So, also wieso nicht? Ja, die ist echt nicht schlecht. Und dann war es das auch schon wieder von meiner Seite aus, Leute. Checkt gerne noch die Links in der Beschreibung ab. Dort geht es unter anderem auch zu meinem Merchandise. Falls ihr euch da irgendwie ein schönes T-Shirt gönnen wollt, dann könnt ihr das dort gerne machen. Und ja, ansonsten war es das. Leute, vergesst nicht, habt immer High Hopes. Bis zum nächsten Mal und ciao.